In dem Video zeige ich euch, wie man eben das Schneeoutfit bzw. den Schneemann hier ganz easy bekommt. Nach dem Intro geht's los. Hallo und herzlich willkommen bei einem weiteren Video auf meinem netten kleinen Kanal. Und lass uns auch hier gleich direkt begrüßen. Ja, der Schnee ist da, aber darum soll es in diesem Video nicht gehen. Und zwar zeige ich euch jetzt hier alle 25 Locations. Der erste ist hier ganz oben, relativ im Norden. Der erste Schneemann ist hier an der Brücke. Location werde ich euch auf jeden Fall jetzt hier am Ende mal zeigen. Ganz wichtig zum Videoerklärung. Erst seht ihr die Location, wie ich neben dem Schneemann stehe. Und dann zeige ich euch hier so ein Kartenbild, wo der Schneemann halt wie gesagt ist. Als nächstes zeige ich euch hier noch etwas, das ist jetzt sehr wichtig zu wissen. Zwar hier steht, seht ihr die Schneemänner bei den Sammelobjekten, das bedeutet, die sind immer noch da. Das heißt, ihr könnt die auch an zwei Tagen sammeln. Ihr müsst nicht alle an einem Tag sammeln. Ich habe hier das gerade vor mir, 23 von 25 auf meinem YouTube-Account. So, hier ist wie gesagt Location Nummer 2 und ja, hier ist dann auch direkt Position Nummer 3. Also wie gesagt, also hier die Location von dem zweiten. Hier ist dann das dritte, das Bild und dann hier auch sofort die Location dazu und wo ich halt wie gesagt stehe. Das Ganze wiederholt sich, wir werden uns am Ende des Videos wiedersehen. Musik ab!
Jo, und dann haben wir hier auch schon den Schneemann Nummer 25. Ich habe hier jetzt alle mit einer Haftbombe zerstört, und zwar genau hier, so, bumm. Dann bekommt ihr, wie gesagt, den Schneemann, ihr bekommt $5.000 pro Schneemann, dann nochmal $125.000 extra. Wie genau müsst ihr euch, ihr wisst ja, was das dann für eine Summe ist, ich bin da jetzt kein Mathe-Genie, aber ca. 200.000 sind es definitiv. Das Outfit findet ihr in eurem Apartment oder jedem anderen x-beliebigen Kleiderschrank unter den Outfits festlich. Und hier ist dann auch der Schneemann. So, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es so ist, dann lasst dem Video gerne ein Like da. Und das würde mich auf jeden Fall freuen. Und wenn es euch gefallen hat, auch gerne ein Abo. Ich bin dann erstmal raus, euer Zockerbeast.